Wissen das haben, Leute? Und das hat Otto von Butter gekriegt. Wer das haben will, liked das Video. Und wer das nicht haben will, abonniert das Video, okay? Yeah! Heute mal wieder ein Mumi von mir. Und zwar befinden wir uns heute mal am Bangsaree Beach. Den wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Wir haben 17.44 Uhr. Es ist also nicht sehr viel los. Aber ich denke, das ist ganz okay. Also ist der Bangsaree Beach ist so circa 10 bis 15 Kilometer weg von Pattaya in Richtung Sattahip. Und ist, wie so ein kleiner Geheimtipp, früher zumindest, jetzt sieht es so aus, als ob es nicht mehr so geheim ist. Also lasst euch überraschen und wir werden mal rumgucken. Also es ist so, dass man hier am Beach essen kann und baden kann. Ihr seht das hier, hier sind schon die Essensstände. Okay? Ja, und das geht eben die ganze Zeit bis nach hinten. Also es geht hier mindestens noch 200 Meter runter. Und hier drüben haben wir ein paar. Wir werden mal gucken. Es sieht hier eigentlich sehr schön aus. Ihr seht's. Boah, was für ein Wetter. Es ist so, es ist ja immer sehr entspannt und angenehm. Man kann sich hier hinsetzen, kann essen, aber man kann auch, hier ist die Straße, wo es genau ist, verlinke ich euch noch. Da kann man natürlich auch sich hier rübersetzen. Also ihr seht, hier wird noch ein bisschen gebaut, da vorne sind Hotels. Und hier hat man jeweils überall Bars. Die Preise sind ja sehr gut, sehr moderat, also braucht euch keine Sorgen machen. Manche Gaststätten sehen ein bisschen wüst aus, aber es ist ja sehr, sehr schön zu baden. Das Wasser ist auch sehr angenehm, wir gucken mal. Es ist also nicht so verdreckt wie in Pattaya. Wir gehen mal runter. Hier sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ups, hier. So, hier sieht man es schon. Wunderschöner blauer Himmel. Man hat auch hier so Spaß mit Booten und sowas. Schwimmreifen, aber das ist dann weiter da vorne. Weiter vorne ist auch eine Badestrecke, wo man baden kann und motorisierte Fahrzeuge verboten sind. So, man baut ja natürlich schon zusammen, weil es eigentlich so wie Mittagszeit und Nachmittagszeit ist. Die Parkplätze sind für free. Man kommt im Schnitt hier so an und ihr seht schon da vorne, wo der sitzt, wird man versuchen, euch gleich abzufangen und hier rein zu winken. Ein guter Tipp ist eigentlich immer, fahrt erst ein Stückchen und nehmt nicht gleich den ersten. So, wir gucken mal, wir haben hier drüben die Bars, allerdings sind jetzt nicht so viel belegt. Hier haben wir Billard, hier haben wir ein paar Leutchen. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die zu sind. Toiletten ist auch, allerdings müsst ihr die bezahlen. Jeweils mit 5 oder 10 Watt. So. Ihr seht, es wird schon zusammengepackt. Und wir gehen mal weiter. Die Bars hier haben natürlich ein bisschen länger auf. Hier ist eine im Bau. Allerdings, wie gesagt, die Uhrzeit ist schon ein bisschen sehr, sehr wenig.
So, hier haben wir auch eine sehr schöne Bar. Allerdings sitzt hier auch doch oben sitzen Leute, aber hier unten nicht. Es hat sich hier schon einiges getan. Und da hinten haben wir den großen Toilettenkomplex. Ihr seht Toilette 20, Duschen 20 Bad. Und Pinkeln 10 Bad. So, hier wird noch ein bisschen gefeiert und gegessen. Und wir gucken mal hier runter, was hier unten ist. Wie gesagt, die Thais sitzen natürlich lieber auf solchen Decken hier und essen, weil die eigentlich nicht so für Stühle sind. Aber man hat früher auch gar nicht so viele Stühle gehabt. Allerdings ist es jetzt so, dass viele Valangs herkommen. Ich kenne diesen Beach noch von vor 10 Jahren. Da waren ausschließlich Thais hier. So, wir gucken mal weiter. Ihr seht, hier ist die abgekenzelte Strecke. Und da vorne ist der Hafen. Da werden wir nachher noch mal schnell hingehen. Ansonsten werden wir mal hier die Bars angucken. Es ist hier sehr gemütlich. Wie gesagt, die Preise sind voll okay. Ja, ich weiß gerade nicht, was hier ist. So, wir sehen es hier drüben. Es sind nicht so viele Leute los. Hier sitzen 3 Leute, nochmal 2 Leute. Und wir machen Kopfleber. So, hier sind wir wieder, wir machen mal eine Großaufnahme. Also erstmal gehen wir mal klein durch. Und so sehen wir schon ein bisschen mehr. So, hier hinten haben wir dann Pattaya. Ihr seht's. So, ihr seht's. Hier sind noch einige Bars. Man kann natürlich auch ein bisschen shoppen. Massagesalons. Und hier kann man Billard spielen. Allerdings, wie gesagt, ist nicht ganz so viel los. Das ist alles sehr neu, das kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich noch so ein bisschen im Bau, weil keine Mädels da sind. Okay, es ist natürlich alles los. Ihr seht ja, der Badetag ist an für sich beendet. So, wir gehen jetzt noch mal zum Hai. Ja? Ja. Kannst du schon mal hinrennen da, schießen? So, ansonsten noch ein paar zu. Hier haben wir wahrscheinlich wieder mal ein paar Toiletten. Ich denke mal, es ist kein Geheimtipp mehr. Die Powerbar. Ansonsten, ihr seht es hier. Aber ich muss euch sagen, es ist wunderschön hier. Zurzeit ist es auch nicht so überlaufen und sehr angenehm. So, also Kanu fahren kann man auch. Hier ist natürlich nicht so viel mit Baden, ihr seht's.
Man kann sich hier Boote ausleihen und. Ich würde sagen, wir gucken noch mal zum Hafen. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt am Hafen. Es ist so, hier liegen sehr, sehr viele Fischerboote und es gibt hier sehr, sehr viele Restaurants. Ich zeige es euch gleich. Also alles hier drüben. Ich habe 5, 6, 7, 8 Restaurants gesehen. So, es sind natürlich ja, ein paar Wracks mit am Start. Ansonsten sieht es ja ganz schön wüst aus. Hier fehlt erstmal ein Stückchen. Willst du hier warten und dir ein Boot angucken? Ich gehe nur ein Stück rein, ja? Ja. Gut. Guck mal hier drüben. Was heißt Boot? Ja, war mal ein Boot. Hier ist eigentlich nichts mehr mit Boot. Also ich bezweifle das überhaupt. Na ja, da vorne sind noch ein paar Boote, aber hier ist ja der Schiffsfriedhof. So, ihr seht hier, sind alles Gaststätten, also überall, wo die Lichter sind. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das mal nicht so ein bisschen aufräumt. Das bleibt wahrscheinlich hier alles so. Also ich hätte echt Angst, hier irgendwie rumzulaufen. Seht ihr das? Ansonsten haben wir hier hinten alles noch Gaststätten. So, wir sind ja noch mal am Hafengelände. Ihr seht es hier oben, es geht hier zur Sukhumvit-Route. Also hier hoch, rechts und dann links und dann immer geradeaus. Ansonsten geht es hier zum Beach. Wenn ihr direkt herfahrt, habt ihr kurz vor Bangsaré, so 1 Kilometer vor Bangsaré, eine Kehrtwende. Und die müsst ihr nehmen und dann kommt er ganz da vorne raus. Das sind ungefähr 2-3 Kilometer und dann geht es nochmal 1 Kilometer nach rechts. So, wir gucken mal hier noch ein bisschen rum. Wir haben hier einen Kaufladen. Wasserverkauf. Man hat ja auch Hotelzimmer direkt am Beach, ungefähr so 50 Meter weiter vorne. Ansonsten haben wir hier einen netten Tätowierer, sehr schöner Laden. Hier wird gearbeitet. Ein kleiner Kaufladen noch. Reis, Eier und sonstiges. Ansonsten gehen wir noch mal ein Stückchen weiter, dass wir auch sehen, wie das mit dem Essen ist. Wie gesagt, ihr seht das hier schon, ihr werdet gleich reingewunken. Es sind Parkplätze da. Und wir gehen mal ein Stückchen rein, dass wir das auch sehen. Es ist natürlich nicht so viel los. Es ist eine Fischgaststätte und so wie ich das von früher kenne, gibt es in den Banzengs hier Fisch, den man sich dann direkt aussuchen kann. Wir gucken mal rein, ob das so ist. Okay? Kap? So, ihr seht es hier.
Also hier sind die Fische drin. Da kann man natürlich sagen, hier die Krebse. Da kann man sich halt aussuchen. Leben ja noch und kann dann schön verköstigen lassen. So, wir gehen mal rein. Es ist natürlich hier sehr wunderschön. Ist noch nicht so viel los. Und man ist direkt am Meer. So, hier. Also, wir gehen mal direkt zum Meer, dass wir das alles sehen. Hier gibt es, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr, sehr viele. Allerdings ganz schön groß. Da möchte ich meinen. Und gar kein Gast da. Wir haben es 18.12 Uhr. Und ja, eigentlich müsste hier die Hölle los sein. So. Ansonsten, es sollte das erste Mal gewesen sein. Ich würde sagen, lasst ein Like, ein Abo da, ein Comment, wie ihr wollt. Benehmt euch, werdet glücklich, bleibt mir treu. In dem Sinne, werdet alle glücklich. Ja, wo ist er hin? Ah, ja, Mandino. Also, euer Tattoo-Man, bye bye! Hallo Leute! Das neue Video ist da! Oder! Zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da! Bitte auf Abo drücken und! Alle glücklich werden, yeah! Und nicht vergessen, Abo! Abo! Abonnieren! Naja, irgendwo! Abo!